Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Ja, Maze, Shadow of Light. Heute habe ich hier eine richtige Perle für euch rausgesucht. Das Ding ist sowas von sensationell, zumindest sieht es stark danach aus. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja, wir starten jetzt einfach mal so. So. Oh, hier fehlt. So. Resiak und Tooth. Was dauert das denn so lange? Da ist etwas komisch mit dieser Ortschaft. Lass es uns ansehen. Goblins? Was tun die denn hier in der Gegend? Was tun die denn hier in der Gegend? Etwas hat... Lass sie uns ausmerzen, bevor noch was schief geht. Okay. Mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ah, ein klassisches Hack and Slay. Aber die Grafik ist schon mega nice, muss ich sagen. Alter Vater. Das ist ein wirklich garstiger Goblin.
Endlich die perfekte Zeit zum Warmwerden. Was geschieht da mit mir? Könnte es sein, dass der Legende nach können nur die Auserwählten die Energien anderer absorbieren und deren Fähigkeiten kontrollieren? Ich lag richtig. Du hast das Blut der Helden in dir. Lass uns diese Fähigkeiten mal ausprobieren. Alter! Alter! Holy shit! Holy Macaroni! Ist es geil, Alter! Ist es geil! Hammer. Also mega fit. Das ist ja mal echt mega, mega, mega fett. Das kann ich alles kaputt machen. Na, da kommen noch mehr. Ja, ihr seid ja echt Luschi-Uschis. Habt ihr alle keine Chance gegen mich hier? Ist hier irgendwas? Ist dein Ernst? Von da schießt du auf mich. Herrje, diese Fähigkeit zu kontrollieren ist härter, als ich dachte. Du solltest dich etwas ausruhen. Ich übernehme von hier an. Ist das geil? Leute, das ist richtig, richtig nice. Ich liebe solche Spiele. Ist hier noch irgendwas? I love those games. Oh mein Gott. Das muss derjenige sein, der diesen Schlamassel angerichtet hat. Nachdem wir all diese Kämpfe durchlaufen, fühle ich, wie mehr Kraft durch meinen Körper strömt. Es scheint, als ob unsere Verbindung eine Synergiewelle erzeugt, die unsere Kraft steigert. Oh mein Gott. Ein Goblin-Offizier. Da kommt ihr daher, Sklaven des Lichts, arrogante und törichte Wesen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet auf das, was euch am Ende dieser törichten Scharade erwartet. Du bist zu früh dran, um uns zu unterschätzen. Lass uns darauf konzentrieren, unsere Synergiewelle zu maximieren. Was für eine hervorragende Gelegenheit zu zeigen, was wir sind. Holy shit. Goblin-Offizier, der hält schon ein bisschen was aus, ne? Was ist jetzt passiert?
Oh, holy, Alter. Bam, Alter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Als das Licht erlöschte, fiel die gesamte Welt in tiefste Finsternis. Und die Finsternis sickerte langsam tief in das Innere von Terra. Viele Lebewesen wurden verschlungen von der Dunkelheit. Und nach erschienen merkwürdige Dinge. Okay. Wo ist Roa? Sucht nach ihr. Schnell. Was geht hier vor? Abenteuer. Eines unserer Mädchen wurde von den Goblins entführt. Und die Stadt ist bereits überwältigt von den Goblins. Das liegt nicht mehr in unseren Händen. Könnt ihr uns bitte helfen, das Mädchen zu finden? Wir kümmern uns da direkt darum. Also, Geschichte. Oh mein Gott. Spielen. Ebene 1, Roa retten. Das ist so geil! Das Ding ist so geil! Ich raste aus, ey. Das ist so ein mega geiles Spiel. Hammer. Ich sehe Anzeichen von Goblins hier. Ja, ich glaube nicht, dass die weit weggerannt sein können. Lasst uns beeilen, uns rennt die Zeit davon. So, Roa retten. Na, dann retten wir mal Roa. Mal wieder Goblins hier killen. Seid alle Flaschen, ey. Könnt nix. Da ist er. Es geht gar nicht, Leute. Goblin-Soldat. Kollege, ich hoffe, du weißt, dass dein letztes Stündchen geschlagen hat. Oh mein Gott, er ist groß. Wow. Oh, den habe ich. Bam. Bist du okay? Ich bin okay, vielen, vielen Dank. Gut, dass wir nicht zu spät waren. Ich danke euch so sehr, dass ihr mich gerettet habt. Wie kann ich euch jemals danken? Story clear. Belohnung. Lobby. Ja, machen wir ja, machen wir ja. Machen wir, machen wir. So, aber weiter geht's erstmal. Klingensturm wurde freigeschaltet. Wir tun nur was Richtiges. Gewitter wurde freigeschaltet. Aber ich möchte euch etwas im Gegenzug dafür geben. Ausrüstung? Ich werde eure Ausrüstung verzaubern, um euren weiteren Weg zu erleichtern. Ja, verzauber mal. Benutzt dieses verzauberte Material, gereinigte Essenz,
welches ich euch gegeben habe. Da drauf, okay. Okay. Level up. Das schaut schon viel besser aus. Okay. Und dann da oben wieder raus. Und da raus. Entschuldigung, dass ich euch in Schwierigkeiten bringe, aber ich habe etwas, was ich euch fragen möchte. Na dann auf. Ebene 2. Wichtige Anfrage. Überlebensskills sind unterteilt in Verteidigung und Ausweichen. Taktisch zwischen Skills zu wechseln ist wichtig, um harte Kämpfe zu überstehen. Okay, meine Taktik ist, hau drauf. Hau drauf und zerstöre. Mein Gott, ist das geil, Alter. Resiak, lass es uns erstmal anhören. Goblins haben etwas Wichtiges von mir gestohlen. Und ich muss es wieder haben. Bitte, bitte helft mir. Es sollte ein Klacks werden. Wir sollten den Goblin Fußspuren folgen. Wichtige Anfrage. Na, wo sind sie denn, die Fußspuren? Alter. Da sind sie auch schon, die Goblins. Jawohl. Ja, der lebt ja noch, oder was? Hä? Gibt's da noch Münzen oder was? Weiter geht's. Ach Gott, seid ihr süß. Da brauche ich noch keinen. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Gleich ihm, gleich, gleich. Gleich ihm, gleich, gleich. Gleich ihm, gleich, gleich. Ich erkläre es, wenn wir es gefunden haben. Boah. Gothwing. Okay, Gothwing. Er ist schon tot. Ich sehe keine besonderen Gegenstände hier. Vielleicht haben sie es an ihren Außenposten gebracht. Wo ist dieser Außenposten? Ich glaube, der ist nicht weit von hier. Stage clear, das ging schnell. In gerade mal 1 Minute 44. Na toll, mehr Goblins, da müssen noch viel mehr sein, wenn wir erstmal ankommen. Ich schätze, wir werten besser unsere Waffen auf. Dann machen wir das doch mal. Werten wir unsere Waffen auf. Es gibt da einen Weg, um deine Waffen ein Stück besser zu machen. Ja, du hast das letzte Mal verzaubert. Aufwerten. Mit diesem Aufwertungsstein wird deine Waffe makellos sein. Okay. Normal auf magisch. Danke für die Aufwertung, Roa. Jetzt gehen wir da raus. Da raus. Der hat hier noch irgendwas, ne? Inventar, Skills, kann ich nicht rein. Okay. Nun ist es an der Zeit, diese Rohlinge zu treffen. Ebene 3.
Wir sind fast da. Ja, ich kann sie schon riechen. Alles klar. Aufwärmen. Resiak, sei vorsichtig. Ach, geh fort. Alter. Wo ist das? Sieht aus wie so ein Schamane, ey. Goblin-Schamane. Den müssen wir gleich mal platt machen. Doch keine Chance hier. Lutscher. Hau ich ja lieber erstmal ein Zelt platt, bevor ich mich mit euch beschäftige. Langweiler. Eieieiei. Seid ihr schwach. Jesus. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich auch. Er ist schon tot. Besonders stark war der jetzt auch wieder nicht gewesen. Lutschi, Lutschi. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the hell? Oh mein Gott. Barbato. Oh mein Gott. Der sieht ziemlich stark aus. Barbato, aber den habe ich gleich. Das war unerwartete Gesellschaft. Hast du finden können, wonach du gesucht hattest? Ja, ich hab's gefunden. Vielen, vielen Dank. Das schaut nur nach einem Buch aus. Was ist so Besonderes daran? Das ist nicht nur einfach ein Buch. Es ist eine Familienprophezeiung. Mega, 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 mega geil. Mega, mega, mega geil. Mega, 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 mega geil. Du bist sicher auch bezüglich anderer Dinge sehr neugierig. Ich weiß nicht alles, aber dies sollte auf jeden Fall Antworten auf eure Fragen liefern. Gibt's da wieder irgendwas? Nein. Geht's gleich weiter. Gleich weiter in der Geschichte. Ebene 4, der erste Templer. Ihr werdet diese Form um euch sehen, dass dies wird für bestimmte Inhalte Informationen zeigen. Ich kann es nicht glauben, das Buch war in keiner meiner Erwartungen. Ich kann nicht anders, als mich zu wundern, warum dieses Mädchen einen Teil des Buches der Enthüllung hat. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Mein Name ist Roa, der Ritter, Templer. Ich habe davon keine Ahnung. Wie auch immer, ich bin Resiak. Und das hier ist Tod. Oder Tooth. Es gab da eine Prophezeiung. Wenn das Licht schwindet und die Dunkelheit aufkommt, da wird unsere Ritter erscheinen und uns vor der Apokalypse bewahren. Und ich... Als Templer habe die Fähigkeit, unseren wahren Retter zu identifizieren. Bist du dir sicher mit dem Ritterteil? Das ist korrekt. Ich habe die heilige Pflicht, dich zu führen, Retter. Immer noch schwer zu glauben. Ich würde unseren Retter niemals anlügen. Bitte folgt mir, ich werde die Details erklären, bla 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 bla, und hab's nicht mitbekommen, weil ich wieder zu schnell war. Oh mein Gott. Du bist groß. Du bist groß, aber gleich bist du tot, glaube ich.
Ja. So, jetzt könnte ich sogar zum Monster werden. Ist der wirklich stärker als meiner? Nö. Aber sieht cool aus. Das Vieh sieht echt cool aus. Ich bin doch mit dem hier viel schneller dadurch. Leute, macht doch mal Platz hier. Geh mir aus dem Weg, Kollege. What is this, man? What? Gigant. Okay. Ja, der ist aber doch gleich schon tot, der Gigant. Also das schon bezwungen. Die Special-Attacken sind ziemlich krass. Gut, der Tempel ist sehr alt. Nicht, dass ich irgendwas Pompöses erwartet hätte. Komisch, der Eingang sollte eigentlich versiegelt sein. Die Türen wurden aufgebrochen. Ich nehme an, von jemandem mit großer Kraft. Wartet! Ich spüre Energie im Innern. Wir sollten hineingehen und herausfinden, was es ist. Das ist so mega. Das ist so mega, das Spiel. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas hier machen kann noch. Das ist so geil. Ich bin echt. Also das flasht mich gerade total. Kannst du automatische Fähigkeiten aktivieren? Ja, ist ja schön. Komm ich da jetzt raus? Das X funktioniert irgendwie nicht. Ah, jetzt funktioniert's. Jetzt gucken wir mal hier. Kann ich da irgendwas machen? Inventar. Um Ausrüstung zu verzaubern. Da gibt es noch Kisten. Ja, machen wir doch mal. Gucken wir mal, was da drin ist. Beschwörungs. Ich kann es nicht lesen. Benutzen. Helm des eisernen Willens. Ich es gerade gesehen. Helm des Schwurs. Helm des Schwurs. Kann ich da irgendwas verzaubern? Da ist doch was. Was ist das? Helm des eisernen Willens. Ablegen. Jetzt habe ich den. Was ist das? Rüstung des Schwurs. Oh, was sind das für Sachen? So, das habe ich alles schon. Okay. Also gut. Da gibt es auch noch was mit Skills. What? Gut, da ich jetzt aber eigentlich mit dem eh kaum spiele. Naja, gut, gucken wir mal. So, weiter geht's. Geschichte. Spielen. Ebene 5, dann haben wir auch schon den ersten Teil geschafft. So, das ist so. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Das ist mega.
Das Ding, das ist der Oberbrüller. Mega, mega, Hammer. Geil. Alter, ist das geil. So, weiter geht's. Sind Stadtwachen. Wie kann das angehen? Wir sind zu spät. Nase putzen. So. Scheint, als ob sie wehrlos gewesen waren. Irgendetwas muss hier schiefgegangen sein. Krise am Tempel. Oh. Ja, die sind alle tot. Hat euch hier. Der war easy. Oh mein Gott. Was ist das? Noah. Oh mein Gott. Oh, leck mich am Buckel. Alter Vater. Oh mein Gott. Aber da habe ich ihn doch schon. Heißen uns mit einem Überfall willkommen. Ganz großes Kino. North, ich bin der Geist der Natur. Beschütze. Es ist nicht hier. Was sagt er? Dunkelheit ist gekommen. Weltkristall fehlt. Zurückkehren. Ich nehme mal an, das ist der Beschützer des Weltkristalls. Und irgendwas hat den jetzt. Und irgendetwas hat den jetzt. Wir müssen uns beeilen, den Templer zu finden, der den zweiten Teil des Buches Buch der Enthüllungen hat. Level up. Mega geil! Ja, Lobby. Jetzt müsste ich ja hier durch sein mit dem ersten Chapter. Alter Fade, Alde Fade. Brutal. Klingenwelle wurde freigeschaltet. Was ist das? Windwelle wurde freigeschaltet. Was ist das? Ja, also Leute, hammergeiles Spiel. Also wirklich, 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 wirklich sensationell für Leute, die solche Hack and Slays gerne spielen. Herr Baldur's Gate oder so. Mega, mega fett. Und das auf einem iPad. Und noch nicht mal auf dem neuesten, ja. Also, sensationell, was die da rausgehauen haben bei dem Ding. Geile Grafik, geile Animation, geiles Gameplay. Story ist ganz cool. Was soll ich dazu sagen? Leute, das ist der Hammer, das Spiel. Ja, wenn ich das weiterspielen soll für euch. Also, ich will es gerne sowieso weiterspielen. Aber das ist mega. Dann, ja, schreibt doch mal was in die Kommentare. Liked, 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 liked dieses Video. Bitte zeigt mir, dass es euch auch gefällt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, Abo, Abo, Abo da unten, Abo, 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 Abo. Bitte, 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 Abo, Abo.
Und auch gleichzeitig die Glocke und helft uns da ein bisschen weiter nach vorne zu kommen noch. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Also in dem Fall sage ich wirklich, wenn es wieder heißt, Maze. Ja, das Ding ist mega. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.